Grüne Reihe, der Podcast der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der KSZ. Mein Name ist Lars Schäfers und ich spreche heute mit Professor Andreas Büsch, Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz. Und gemeinsam mit der Clearingstelle hat die KSZ im Dezember einen digitalen Studientag zum Thema Digitalität als soziale Frage veranstaltet. Grundlage war das von der Publizistischen Kommission herausgegebenen und von der Clearingstelle Medienkompetenz veröffentlichte Thesenpapier Digitalität und künstliche Intelligenz. Technik im Dienst des geistbegabten und selbstbewussten Menschen. Und dieselbe bischöfliche Kommission hat bereits 2016 die Arbeitshilfe Medienbildung und Teilhabegerechtigkeit herausgegeben, die eine sozialethische Perspektive auf das Themenfeld Digitalität und Medialität bietet. Diese Arbeitshilfe ging aus von der katholischen Soziallehre. Und so möchte ich dich, lieber Andreas, gleich zu Beginn fragen, was kann denn die katholische Kirche als älteste Institution der Welt mit ihrer Soziallehre zu dem Thema überhaupt beitragen? Die Frage reizt mich jetzt weiter auszuholen zur Genese des Papiers, aber dazu kommen wir vielleicht noch konkret zur Frage. Der spannende Punkt ist ja, warum soll Kirche überhaupt etwas zu Phänomenen wie Digitalisierung oder Digitalität sagen? Es gibt innerkirchlich bei Entscheidungsträgern Stimmen, die auch sagen, da müssen wir nichts zu sagen. Das ist eine Sache der Laien, das ist Gestaltung von Welt und was da so passiert in der Gesellschaft, so. Die Publizistische Kommission hat da in den letzten 15 Jahren, das ist die Zeit, die ich etwas besser überblicke, weil ich davon noch 2x5 Jahre als Berater in der PK tätig war, soweit der Disclaimer, immer eine andere Position vertreten. Das findet sich schon in dem ersten Papier von 2011, Virtualität und Inszenierung. Da schreibt Bischof Fürst, damals Vorsitzender der Publizistischen Kommission, in seinem Vorwort, dass christliche Zeitgenossenschaft sich genau darin äußert, dass wir aus der Mitte der Gesellschaft raus kritisch auf diese gucken. Jetzt nicht kritisch in so einem platten Sinne, kurz drauf gucken, knapp über den Daumen peilen, kräftig draufhauen, sondern in einem konstruktiv-kritischen Sinne, also widerständig und weiterführend, so hat er das formuliert, sich auf die Dinge einzulassen und damit eben sie auch zu formen. Und das, glaube ich, ist eben der Grundimpetus, mit dem wir auf diese spannenden Entwicklungen, die unsere Gesellschaft gerade revolutionieren, gucken können und müssen auch. Jetzt hast du ja bereits die ganze Reihe der medienethischen Dokumente, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz in den letzten Jahren entstanden sind, genannt. Was würdest du aber denn sagen, Andreas, was ist denn der USP der katholischen Kirche bei dem Themenfeld? Also welche Aspekte oder welche Perspektive kann Kirche mit ihrer Ethik zu dem Thema einbringen, die ansonsten fehlen würde oder zumindest vernachlässigt würde? Zum ersten Teil der Frage. Ich sehe diese drei Papiere tatsächlich ein bisschen in einem Zusammenhang oder Spannungsbogen. Ein Teil der Geschichte oder der Genese ist eben, dass der damals neue Vorsitzende der Publizistischen Kommission sagte, er würde sich auch gerne mit einem Papier mal irgendwie profiliert positionieren. Das sollte ein medienethisches Papier werden. Und das war ein ganz spannender Prozess. Ich durfte der Redaktionsgruppe auch fast 4 Jahre angehören. So lange dauerte die Arbeit mit einem großen Fachkongress zwischendrin, wo wirklich nochmal intensiv diskutiert wurde. Und das war dann eben dieses erste Papier, Virtualität und Inszenierung. Was da für mich total spannend war, ist, dass Medienbildung neben dem ursprünglich publizistischen Fokus, den die Publizistische Kommission oder die sogenannte Medienkommission, Kommission 9 im Sekretariat, immer hatte, dass damit ein komplett neues Themenfeld reingekommen ist. Und von Anfang an eine Sicht bei den Autorinnen und Autoren und auch in der Publizistischen Kommission ja dann mitgetragen wurde, dass das ein ganz zentraler Schlüssel ist, da
damit Menschen gut mit diesen rasanten Entwicklungen umgehen können. Und das ist ein Gedanke, den findest du tatsächlich auch schon zum Beispiel in dem gemeinsamen Papier von Evangelischer und Katholischer Kirche von 1997 über Chancen und Risiko der digitalen Mediengesellschaft. Da bricht sich das so ein bisschen Bahn, aber der ist hier nochmal deutlich ausgefeilter und das zieht sich dann auch in den anderen beiden Papieren durch. Also Medienbildung und Teilhabegerechtigkeit 2016 spricht ganz deutlich von Medienbildung bzw. der Vermittlung von Medienkompetenz als einem zentralen Schlüssel, um auch Ungleichzeitigkeiten aushalten zu können, um Ungerechtigkeiten in Zugangsgerechtigkeit und so weiter entgegenwirken zu können. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Also dieser eine Strang, der Wunsch, sich da zu positionieren. Parallel dazu lief Ende der Nullerjahre die Arbeit einer Expertengruppe, die Publizistische Kommission eingesetzt hatte. Da gab es einen konkreten Projektanlass, das führt jetzt hier zu weit, aber mit dem Auftrag eben, Anregungen an die Publizistische Kommission zu geben, Beratung der Publizistischen Kommission in Fragen der Digitalisierung zu leisten und Entwicklungen, Trends quasi zu monitoren, zu verfolgen und Empfehlungen für Kirche daraus abzuleiten. Und aus dieser Expertengruppe raus plus weitere Akteure gab es so ab 2013 Überlegungen zu einer Fortschreibung des Medienethischen Impulspapiers, wo nochmal gezielt auf einzelne Aspekte im Kontext von Digitalisierung, der Begriff Digitalität kam erst später rein, fokussiert werden sollte. Die Idee war dabei zunächst mal ein Hintergrundpapier zu haben, um kirchliche Akteure sprachfähig zu machen. Wir gehen mal realistisch davon aus, dass ein Großteil der kirchlichen Entscheidungsträger, nennen wir sie mal Bischöfe, Weihbischöfe, vielleicht auch HauptabteilungsleiterInnen, nicht so in diesen Themen drin sind, wie das eben Expertinnen und Experten sind und die jetzt eben sprachfähig zu machen, das war so das eine. Denn die Frage ist ja zum einen, was bedeutet es, wenn Menschen in einer zunehmend durch Digitalisierung geprägten Gesellschaft leben? Was bedeutet das für eine Kirche, die bei den Menschen sein will, die pastoral eben so versteht, dass wir Leben begleiten wollen, Leben stützen wollen, Leben feiern, Leben deuten wollen? Und welche Herausforderungen stecken dann für Kirche eigentlich in diesem gesellschaftlichen Wandel? Es gab dann im Frühjahr 2015 einen Studientag im Rahmen der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema Medien, der wohl durch die Bank eine sehr, sehr positive Resonanz auch bei den Bischöfen und Weihbischöfen hatte. Und in der Auswertung daraus wurden dann diese Überlegungen zu diesem, sag ich mal, eher internen Papier nochmal ein bisschen weiter aufgebaut. Parallel dazu gab es nochmal vorübergehend eine AG-Netzpolitik zwischen Sekretariat und katholischem Büro. Und die Expertengruppe hat sich dann in Kritik eines allerersten Entwurfs aus dem Sekretariat der DBK damit auseinandergesetzt, was das denn heißen kann, Kirche sprachfähig zu machen, aktuelle Herausforderungen zu benennen, auch nochmal zu gucken, was haben wir bisher noch nicht hinreichend bedacht, was fehlt. Und dabei kam dann, und das ist jetzt quasi die Überleitung zum zweiten Teil deiner Frage, die spannende Frage, ja, warum äußert sich Kirche denn überhaupt dazu? Warum überlässt man das nicht einfach den Fachleuten und, ja Gott, irgendwer muss denen mal nochmal so vielleicht ein paar ethische Rückfragen stellen, aber das können ja auch die Philosophen machen. So, set contra, die Frage, was ist denn unser USP? Was haben wir denn genuin einzubringen? Und da waren wir dann sehr schnell, wir, weil ich halt Mitglied dieser Expertengruppe auch war, bei einem Rückbezug auf die Prinzipien der katholischen Soziallehre. Das steht auch so wortwörtlich in Beschlussvorlagen drin. Ich zitiere da mal was. Der Beitrag der katholischen Kirche angesichts der Digitalisierung besteht daher in einem nachdrücklichen Eintreten für einen Wertediskurs und die Geltung rechtlicher sowie ethisch-moralischer Standards. Dazu gehören auch ihr Engagement für Teilhabegerechtigkeit, Medienbildung sowie einen zeitgemäßen Jugendschutz. Da merkst du also, da sind dir die Themen dieser Beschlussvorlage schon sehr deutlich vorgespurt. Von der Genese her war das dann im Wesentlichen so im 2014 bis 2016 die Erarbeitung dieses Papiers Medienbildung und Teilhabegerechtigkeit. Das Team der Clearingstelle Medienkompetenz hat im Juli 2016 eine finale Version, weil es halt Vorlagen unterschiedlicher AutorInnen gab, die jetzt irgendwie mal vereinheitlicht und geglättet werden mussten. Und das war dann tatsächlich im September 2016 die Vorlage für die Herbstvollversammlung, die dann als Arbeitshilfe 288, die du eben zitiert hast, auch im Oktober veröffentlicht worden ist. Ziel war dabei, ein deutlich
kürzeres, knackiges Papier zu haben. Also Medienbildung, Teilhabegerechtigkeit hat roundabout 40 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere. Virtualität und Inszenierung ist mit 88 Seiten doppelt so lang. Es sollte eine Konkretisierung sein, wo Virtualität und Inszenierung eben deutlich diesen medienethischen Fokus hatte. Am Ende schon auch sehr konkrete Empfehlungen, aber nicht so differenziert auf netzpolitische Fragen hin. Und da ist eben Medienbildung und Teilhabegerechtigkeit deutlich konkreter geworden. Von der Einführung ging es damals nochmal zu den digitalen Wandel überhaupt zu umreißen. Es gab Stimmen, es gab Vorlagen in der Vorbereitung, die, sage ich mal, das wird vielleicht ein bisschen pauschalieren, aber die deutlich kulturpessimistischer waren, so im Blick auf die Entwicklung. Und ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, einen grundsätzlich positiven Ansatz erstmal reinzubringen in dieses Papier. Kirche schaut nicht a priori negativ auf Entwicklung digitaler Medien oder Digitalität überhaupt, sondern Kirche schaut eben hin, Digitalisierung ist ein Megatrend, das wird nicht innerhalb weniger Jahre wieder verschwinden, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und dann wird zunächst mal identifiziert, okay, was ist das denn? Ist das ein technisches Projekt? Ja. Aber nicht nur. Ist es ein ökonomisches Projekt? Ganz offensichtlich, aber nicht nur. Ist es ein bildungsbezogenes Projekt? Offensichtlich. Wir erinnern uns 2015, der Antrag der Großen Koalition, digitale Bildung um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Dann 2016 das KMK-Strategiepapier zur digitalen Bildung. Das war damals so ein zeitlicher Kontext. Und dann geht es eben drum, ja, und es hängen auch jede Menge ordnungspolitische Fragen dran. Und da sitzt dann eben das Paper an, weil es eben aus christlicher Perspektive um eine kritisch-konstruktive Begleitung der Digitalisierung geht, die die Menschendienlichkeit der Entwicklung gewahrt wissen will. Jetzt hast du ja eben auch schon die Sozialprinzipien der katholischen Soziallehre erwähnt, also Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl. Was aber bedeutet es denn ganz konkret, wenn man die Soziallehre mit ihren Prinzipien an das Themenfeld Digitalisierung als ethischen Maßstab anlegt? Braucht es nicht ohnehin längst eine eigene Sozialenzyklika zum Phänomen der Digitalisierung, um das Thema auch universalkirchlich und päpstlich noch stärker in den Fokus zu rücken? Ist eine spannende Frage, weil dahinter steht ja eigentlich, welche Stoßrichtung hat das oder wer ist die Zielgruppe? Ich durfte mit diesem Paper tatsächlich einen Lightning Talk auf der Republika 2017 halten und habe mich dann bemüht, diese Prinzipien der katholischen Soziallehre, dieses Doppelpaar Personalität, Gemeinwohl, Soli, Subsi, so nochmal runterzubrechen, dass auch Menschen, die jetzt, sag ich mal, nicht mit diesem Denkhorizont schon auf so ein Panel kommen, damit was anfangen können. Und in der Konkretion an Herausforderungen der Digitalität kann man das, finde ich, sehr, sehr schnell, sehr klar deutlich machen. Also wenn ich sage hier, Personalität ist eigentlich das Zentrale für uns. Der Mensch ist Abbild Gottes und das begründet für uns als Christen seine Würde. Das kann ich auch aus einem Humanum raus immanent vielleicht erarbeiten, aber eben nicht so. So, und dann bin ich sofort bei Fragen, was heißt das in einer Ära der Digitalisierung, bei der sich Konzerne bisher weitgehend bar jeder Regulierung anschicken, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den Menschen eben nicht mehr als Subjekt betrachten, sondern als Objekt. Wenn der Mensch nur noch eine Sammlung von Datenpunkten ist, an die man möglichst gezielt optimal Werbung ausspielt, oder auf die hin man Verhalten prognostiziert, um bestimmte Kaufentscheidungen zu triggern, dann sind wir eigentlich, finde ich, sehr schnell bei dieser Frage von Menschenwürde und Subjektcharakter, also Personalität, um ein Beispiel zu nennen. Das Sozialprinzip der Solidarität, dass Menschen immer wechselseitig aufeinander bezogen sind. Und ich will jetzt hier gar nicht Martin Buber erwähnen, dass ich will am Du und so. Schon klar, ne? Da nochmal die Spannung zu sehen. Ich behaupte seit Jahren, dass Kirche durch Social Media eine historisch einmalige Chance hat, zu sich selbst zu kommen. Wirklich in geteilter, dialogischer Kommunikation eine Teilhabe und Teilgabe aller zu ermöglichen. Das ist
ja so ein bisschen der glückselige Blick der späten Nullerjahre auf die aufkommenden Social Media. Ich wollte gerade sagen, um da mal kurz einzuhaken, wenn man sich die Realität in Social Media anschaut, gerade in Bezug auf das Themenfeld Kirche, das sieht doch eher ganz anders und keineswegs so rosig aus. Ich denke, dass die Institution katholische Kirche in dem Paradigma der Massenkommunikation über 500 Jahre ganz hervorragend funktioniert hat, weil dieses Prinzip einer sendet, der Rest rezipiert, passt natürlich wunderbar zu einem absoluten Wahrheits- und Verkündigungsanspruch. Aber da sind wir, glaube ich, inzwischen auf dem Boden der Realität angekommen und eine prinzipiell dialogische Kommunikation ist dringend das, was ich Kirche anraten möchte. Also auch Social Media nicht mehr nur als Lautsprecher im Sinne von Public Relation zu nutzen, das auch, bitte gerne, professionell, aber eben auch Seismografen zu sein, die in den entsprechenden Kanälen, in Blogs, in Plattformen und so weiter mitbekommen, was geht die Menschen an, was betrifft die, was treibt die um, um sich da dann entsprechend pastoral aufstellen zu können. Es ist ja auch längst nicht alles gut mit Social Media. Also letzte Woche auf der Republika waren durchgängig die Themen Fake News, Desinformation, Verschwörungserzählungen, Hass im Netz und so weiter. Ich meine, das sind riesig virulente Themen, die dann auch uns als MedienpädagogInnen wieder herausfordern. Motto, was kann man denn tun? Keterum Kensio, Bildung wäre der Schlüssel. Zum einen, Bildung ist indirekt sicherlich auch der Schlüssel, um gesellschaftliche Ungleichheiten zu beheben. Und damit wären wir bei dem dritten Kritikpunkt. Und da setzt das Papier dann ja eben auch an. Es muss darum gehen, neue Ausschlüsse zu verhindern. Wenn eine Technologie neu ist, dann ist sie meistens erstmal teuer. Das heißt, nur eine bestimmte Zahl von Menschen kann sich das überhaupt leisten. Danach kommen wir zu weiteren soziodemografischen Faktoren. Wenn du heute irgendwo auf dem Land wohnst, im Deutschland des 21. Jahrhunderts, ist ein guter Internetanschluss, also wirklich die basale Voraussetzung, um Teilhabe überhaupt realisieren zu können, immer noch Glückssache. Und das darf eigentlich nicht sein. Oder streiche eigentlich. Das darf nicht sein. Wenn Chancen in der Digitalisierung liegen sollen, dann müssen die, so katholisches Verständnis von Solidarität, für alle Menschen gegeben sein und nicht nur für einen ausgewählten Teil aufgrund von Wohnort, Geschlecht, Bildungszugang, Haushaltseinkommen, formalen Abschlüssen, whatever. Also dieser oft beschriebene Digital Gap der Gesellschaft, die digitale Spaltung, ist ja wirklich eine soziodemografisch beschreibbare Spaltung. Das sagen alle seriösen Studien. Wenn du älter bist, wenn du weiblich bist, wenn du einen formalen niedrigen Bildungsabschluss hast, der meistens mit einem geringen Haushaltseinkommen korreliert, und wenn du dann noch auf dem Land wohnst, dann hast du die 5 zentralen Faktoren, weshalb Menschen dieser Neuland-Technologie eher skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen oder eben überhaupt keinen Anschluss kriegen können. Ja, das zeigt ja, also das, was du jetzt gerade eben geschildert hast, dass es richtig war, dass wir bei unserem gemeinsamen Online-Studientag das Thema Digitalisierung als eine neue soziale Frage aufgegriffen haben. Und daher jetzt von mir nochmal die Frage, braucht es nicht vielleicht ein neues Rerum Novarum 2.0 oder 4.0, um wirklich mal eingehend systematisch das Thema weltkirchlich mit der Autorität des Papstes, die auch über die Kirche hinaus ja durchaus Akzeptanz findet, anzugehen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Zumindest mal für einen binnenkirchlichen Bereich wäre damit dann eine gute Auseinandersetzungsmöglichkeit, idealerweise Argumentationshilfe oder sogar Praxisanregungen für Bildungsveranstaltungen bis hin zum Diskurs mit Politik oder so gegeben. Was mich skeptisch sein lässt, die letzte Republika, die live stattfand, 2019, vor dieser jetzt, hatte den wunderschönen Titel TLDR, Too Long Didn't Read. Gerade im Zusammenwirken mit Politik, zivilgesellschaftlichen Akteuren, merke ich immer wieder, dass unsere Positionen so gut wie nicht bekannt sind und die dicken Bücher, die wir schreiben, werden nicht gelesen.
Das heißt, mein persönliches Interesse ist tatsächlich eher an der Schnittstelle zu gucken, wie kriegen wir die Dinge übersetzt. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht mal irgendwo sauber durcharbeiten müssten und über so eine Arbeitshilfe hinaus die Dinge auch mal tiefer legen, auch in der theologischen Reflexion tiefer legen. Ich denke, das hat jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren mal angefangen, dass auch die Theologie diese Herausforderung annimmt und schaut, was heißt denn das? Ich verweise hier mal auf den Sammelband Theologie und Digitalität von Valentin Beck und Nord und einige andere Dinge. Für den gesellschaftlichen Diskurs, glaube ich, brauchen wir dann noch mal was anderes. Da müssen wir es dann noch mal übersetzen oder rüber übertragen, damit wir diskursfähig bleiben an der Stelle. Abschließende Frage. Wie gelingt es denn, Kirche hier diskursfähig zu werden? Und wie kann Kirche hier wirklich auch Orientierung bieten, ethische Orientierung, auch über ihre eigenen Kirchenmauern hinaus? Mich treibt das tatsächlich um. Ich war letzte Woche auf dieser digitalen Netzkonferenz wieder, Republika in Berlin, und hatte bewusst darauf verzichtet, aus dieser Phase Corona raus eine Einreichung zu machen. Ich glaube, nächstes Jahr möchte ich mal wieder einen Themenvorschlag machen. Vielleicht, wenn wir unser Projekt Digitalität als soziale Frage dann nochmal darstellen in einem Lightning Talk, glaube ich, dass das durchaus interessierte ZuhörerInnen und DiskussionspartnerInnen findet. Ich habe in ganz vielen Gesprächen gehört, dass Kirche als Werteinstitution gefragt ist, von Politik, von Regulierung, von ZukunftsforscherInnen, von InformatikerInnen. Wer bringt Werte ein? Ich habe dann immer so ein bisschen die Bauchschmerzen. Wir sind schließlich keine Werteagentur, sondern wir haben eigentlich noch eine andere Idee, so dieses Gottesgerücht am Leben halten. Aber okay, das ist für mich tatsächlich immer nur begrenzt tragfähig und glaubwürdig, wenn es sich nicht konkretisiert mit Blick auf das Leben der Menschen. Diese Botschaft vom Heil, die aber ganz unheile Verhältnisse einfach hinnehme, wäre für mich unglaubwürdig. Also müssen wir was tun, dass diese Gesellschaft auch im Hier und Jetzt schon eine gerechtere wird. Und zwar möglichst für alle, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche, whatever, ja. So. Das wäre für mich so ein konkreter Punkt. Etwas abstrakter. Wir müssen, glaube ich, mehr auf die Marktplätze gehen. Einfach mal als ganz steile These in den Raum. Müssen wir weiter Katholikentage machen? Sicherlich müssen wir die machen, gar keine Frage. Aber müssen wir nicht noch andere Formen finden, wie wir uns an Schnittstellen in zivilgesellschaftliche, in politische und andere Diskurse einbringen? Und was dann ja auch eine Aufgabe ist, die für unsere beider kirchlicher Einrichtungen gilt. Von daher an dieser Stelle, Andreas, vielen Dank. Pleasure. In dieser Episode des Podcasts der KSZ sprach ich mit Professor Andreas Büsch, dem Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz. Wir haben als KSZ zusammen mit der Clearingstelle einen digitalen Studientag zum Thema Digitalität als soziale Frage veranstaltet und werden dieses Projekt auch noch weiterführen. Und danke Ihnen fürs Zuhören.